Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit den Asklepios-Kliniken. Guten Abend, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Mensch und Medizin. Dafür sind wir diesmal an der Asklepios Orthopädischen Klinik in Lindenlohe zu Gast. Hier hat sich einiges getan. Integriert im Haus ist auch die neue Sportklinik und damit auch ein neuer Chefarzt, Dr. Markus Johannes Rüth. Schön, dass Sie heute ein bisschen für uns Zeit haben. Herzlichen Dank. Sie waren bis zuletzt Oberarzt in Stuttgart. Was war denn da so Ihr Tätigkeitsfeld oder Ihre Schwerpunkte, was jetzt auch ein bisschen mit hier nach Lindenlohe bringen natürlich? Die Sportklinik war ein Spezialkrankenhaus für Arthroskopie, war in Deutschland einer der größten Häuser mit arthroskopischen Operationen. Ich habe da das ganze Spektrum an Knie, Schulter, Sprunggelenk erlernt, konnte aber zudem noch durch Spitzensportbetreuung auch viele konservative Dinge wie funktionelle Bewegungsanalysen und Nachbehandlungen erlernen. Und jetzt sind Sie nach Lindenlohe gekommen, wieder so ein bisschen zurück in die alte Heimat, oder? Sie sind gebürtig aus Tirschenreuth. Hat das so ein bisschen eine Rolle auch gespielt bei Ihrer Entscheidung, hierher zu kommen? Absolut. Ich bin ja quasi als Fremder in Schwabenland die letzten 5 Jahre gewesen und mein Ziel war schon immer, wieder in die Heimat zu kommen, weil meine Familie hier lebt, meine Frau lebt hier und das war natürlich schon ganz groß geschrieben. Seit 1. Januar sind Sie jetzt hier. Was können Sie sagen jetzt nach diesen ersten Wochen? Wie ist Ihr Eindruck vom Haus, vom Team? Ich habe ja eigentlich schon im letzten Jahr begonnen, im Oktober hier im Hintergrund zu arbeiten. Insofern kannte ich das Team schon. Wir haben im Vorfeld auch schon Operationen geübt in München, an Leichen sozusagen. Und bin begeistert vom Team, bin herzlich aufgenommen worden, habe hier ein optimales Setup, wie ich es mir vorgestellt habe und hoffe, dass es natürlich in Zukunft genauso weitergeführt wird, wie es jetzt losgegangen ist. Und dass Sie jetzt Chefarzt an der Sportklinik sind, passt eigentlich wie Faust aufs Auge oder allgemein, dass Sie diese berufliche Richtung eingeschlagen haben, weil Sie sind auch privat ein Riesensportfan, oder? Sie machen ganz viel. Absolut. Ich habe früher aktiv Tennis gespielt und Fußball und ich liebe einfach Sport. Zudem mache ich noch diverse andere Sportarten wie Boxen, Fitness. Insofern muss man auch ein bisschen Liebe zum Sport mitbringen, um die Verletzungen zu verstehen, um gewissermaßen auch da eine gute Behandlung anbieten zu können. Super, dann geht es bei uns jetzt auch im ersten Beitrag sportlich weiter, denn einer Ihrer Patienten ist Boxer und ich denke, Sportinteressierten wird ja wahrscheinlich sogar ein Begriff sein. Profiboxer Firat Aslan wird seit etwa einem Jahr von Dr. Markus Johannes Rüth betreut. Der ehemalige WBA-Weltmeister im Cruisergewicht ist noch immer unter den Top 12 seiner Klasse weltweit. Und wie es um die Gesundheit seines Patienten steht, schaut sich Dr. Markus Johannes Rüth einfach im Praxistest an. Kennengelernt haben sich beide an der Sportklinik Stuttgart. Ich bin ja großer Boxfan und Freund von uns beiden, Uwe Hück, war quasi über einen Freund mit Beschwerden vor Ort. Und dann haben wir uns zum Training mal verabredet, war Firat mit seinem Trainer Dieter da und habe mich mit Dieter immer sehr gut verstanden von Anfang an. Und dann haben wir einfach ausgemacht, ich komme mal vorbei zum Trainieren und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Dem 45-jährigen Profiboxer macht aktuell das rechte Knie Schwierigkeiten. Im Detail ein leichter Riss im Innenmeniskus und ein Knorpelschaden. Ich weiß, dass Uwe sich auch nur mit der Elite beschäftigt und deswegen bin ich da auch hin und ich bin auch sehr zufrieden, also der hat mich super betreut und da war die Option, Operation, Nicht-Operation, man konnte sich für beides entscheiden und für mich in meinem hohen Alter, ich möchte nochmal angreifen in der Weltspitze und da wäre eine Operation natürlich, würde mich schon ein bisschen aus der Bahn werfen oder zu viel Zeit würde ich verlieren und das kann ich mir in dem Alter nicht mehr leisten und deswegen haben wir für die konservative Methode uns entschieden. Ich muss halt abwägen, wie möchte ich meinen Sport zurück, komme ich aufs Niveau zurück, ist es vertretbar, bei der Rupturform
eine konservative Therapie zu machen. Wir haben das abgewogen, haben das beobachtet und sind dann quasi zum Entschluss gekommen, wir machen es erstmal konservativ weiter. Für Firat Aslan bedeutet das natürlich Training. Er muss stabil in der Beinachse sein und dafür vor allem die Beckenmuskulatur stärken. Viele Übungen, Stabilisationsübungen von der Hüfte, vom Knie, und da bin ich, Dr. Rütz Hannes hat mich da zur VfB Reha-Welt geschickt, und da wurde ich natürlich optimal betreut, und jetzt mache ich die Betreuung weiter in Göppingen bei meiner eigenen Therapeutin in der Praxis von Alexander Thies. Werden wir weiter die Übungen machen natürlich, aber ich komme immer wieder auch bei Dr. Rüth vorbei, und der kontrolliert nochmal, wie die Situation ist, und ja, Gott sei Dank, also ich mache Fortschritte. Und wie schlägt sich der Dr. Rüth beim Boxen? Ich muss echt sagen, also ich war echt überrascht. Am Anfang dachte ich, naja, mal schauen, was er kann, aber er ist echt fit, also er ist fit, er macht das echt gut. Für das, dass er kein Boxer ist, als Arzt, also können sich einige Ärzte eine Scheibe abschneiden, muss man echt sagen. Er hält sich echt tapfer. Den passionierten Sportler treibt die Liebe zum Sport einfach an. Als Chefarzt der neuen Sportklinik der Asklepios Orthopädischen Klinik Lindenlohe möchte Dr. Markus Johannes Rüth Sportler und aktive Menschen optimal betreuen. Jetzt haben wir gerade den Firat Aslan kennengelernt. Sie haben aber in Ihrer Zeit in Stuttgart zum Beispiel auch Profifußballer vom VfB Stuttgart betreut. Ist das für Sie auch was Besonderes, die Arbeit mit den Sportlern, die gesund sein müssen für ihren Beruf? Ist das so eine besondere Herausforderung vielleicht auch? Absolut. Wir müssen bedenken, diese Leute haben höchsten Anspruch, sind auch Hochleistungssportler. Das heißt, es geht nicht nur darum, laufen zu können, sie wollen maximal sprinten können. Und wenn sie ein Problem, einen Schmerz verspüren, das muss quasi in dieser Maximalperiode dann erkannt werden, beziehungsweise dann behandelt werden. Und das macht es einen nicht einfach. Und auch schnell wahrscheinlich, ne? Die müssen ja so schnell wie möglich wieder fit sein. Die Ungeduld der Sportler ist natürlich auch gewaltig. Es stehen natürlich viele Leute im Hintergrund, Berater, die natürlich von außen Druck machen. Und insofern, die Ungeduld ist schon auch schwierig zu handeln. Aber es geht natürlich nicht nur um die Profisportler. Ihnen und Ihrem Team ist ja auch wichtig, dass hier ins Haus jeder kommen kann. Also auch jeder Freizeitsportler ist hier richtig aufgehoben, oder? Absolut. Vor allem das Gelernte im Profisport kann ich ja schön auf den Breitensport anwenden und quasi da auch eine sehr, sehr hohe Qualität anbieten und mich natürlich gewissermaßen in verschiedene Situationen hineindenken. Es ist ja auch hier im Haus so eine Rundumbetreuung, kann man sagen. Also Sie schauen schon wirklich genau Laufbandanalysen, auch nach den Operationen noch Betreuung, oder? Wie sieht das aus? Also Laufbandanalysen kann man natürlich immer anbieten. Man kann aber auch viel schon durchs Hinsehen, durch eine genaue klinische Untersuchung herausfinden. Und eine Laufbandanalyse ist natürlich bei Sportlern, die hohen Anspruch haben, natürlich dann machbar. Aber ich brauche sie nicht zwingend bei jedem. Was ist Ihnen wichtig jetzt für Ihre Zeit hier in Lindenlohe? Ja, ich möchte jetzt einfach ein neues Team aufbauen. Ich möchte quasi neue Strukturen schaffen. Ich möchte natürlich viel, was ich in Stuttgart gelernt habe, hier etablieren und als Team auftreten. Schön. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute für uns Zeit hatten. Wünsche Ihnen natürlich alles Gute für Ihre Zeit hier. Und wir haben jetzt schon über die Freizeitsportler gesprochen, die hier am Klinikum auch betreut werden. Und wie das genau aussieht, das schauen wir uns jetzt auch noch an. Roland Gareis ist Freizeitsportler. Im August 2015 wurde er von Dr. Markus Johannes Rüth operiert, nachdem immer wieder Probleme aufgetreten waren. Ich habe ziemlich lange Fußball gespielt, bis zum 40. Lebensjahr. Dann hatte ich eigentlich keine Probleme. Aber seit letztem Jahr im März ist mir plötzlich ohne Belastung das Knie angeschwollen. Und ich wusste eigentlich nicht so recht, woher das eigentlich kommen sollte. Dann habe ich eine MRT machen lassen. Und es war dann eigentlich so, dass die Auffassung war, dass ich eigentlich das Knie nicht operieren lassen sollte, weil es eigentlich noch stabil genug wäre. Das Kernspin von Roland Gareis zeigte einen Meniskusriss. Jetzt ging es darum, ob eine OP nicht vielleicht doch die Lösung seines Problems wäre. Man kann den aber nicht nur schwarz oder weiß sehen, Riss oder kein Riss, sondern kann diesen in 4 Grade einteilen. Und er hatte im Endeffekt eine Grad 4 Läsion, die man eigentlich operieren sollte. Man operiert aber allerdings nicht das Kernspin, sondern die Klinik des Patienten ist führend. Das heißt, ich habe ihn untersucht, konnte exakt seine Probleme feststellen, diesen Meniskusriss als Auslöser bestätigen, und dahingegen habe ich dann den Patienten beraten, dass er sich operieren lassen sollte.
Wenn es therapeutisch sinnvoll ist, werden Verletzungen in Lindenlohe konservativ behandelt. Ist eine Operation nötig, operieren Dr. Rüd und sein Team meist minimalinvasiv. Die kleinen und präzisen Schnitte schonen das Gewebe und ermöglichen eine schnellere Heilung. Roland Gareis hat sich nach OP und Reha sehr schnell wieder erholt. Ich war über Weihnachten und Silvester in Mexiko und war dort Weihnachten und Silvester gefeiert. Das ist eigentlich von Tag zu Tag besser geworden und ich habe seitdem eigentlich keinerlei Beschwerden mehr und kann dann auch wieder, schon wieder Rad fahren, kann auch schon wieder Skilanglauf machen. Und meine größte Befürchtung war eigentlich, dass ich nicht mehr Alpinskifahren gehen kann und das mache ich jetzt nächste Woche und da bin ich sehr glücklich drüber. Ohne Operation kommt Wolfgang Füchsel aus. Seit Jahren spielt er Golf auf hohem Niveau mit Single-Handicap. Natürlich, mit zunehmendem Alter hat man das Problem, dass es natürlich an gewissen Ecken zwickt. Und da gehört eben die Hüfte dazu, die Bandscheibe, im speziellen Ellenbogen. Und das sind meine Themen, die ich heute habe, die mich begleiten mit meinem zunehmenden Alter. Und aufgrund von Empfehlungen bin ich eben zum Herrn Dr. Rüd gekommen, weil der derjenige ist, der nicht unbedingt sofort operiert. Und mit dem Operieren wird es zwangsläufig nicht immer besser und mir ist dann eben angetragen worden, dass er da außerordentlich gutes Händchen hat dafür und ich kann das nur bestätigen bis dato. Also alles, was er bis jetzt gemacht hat, ohne jetzt halt operativ irgendwas einzuwirken lassen bei mir und das war in der Vergangenheit ja nicht der Fall, sondern mit einer sanften Methode, das hat zumindest bis dato außerordentlich perfekt funktioniert. Kann man nur weiterempfehlen. Auch das Knie bereitet dem Golfer Probleme. Wie immer gilt es jetzt, dem Ursprung der Beschwerden auf den Grund zu gehen, mit modernster Diagnostik. Also wir müssen natürlich erstmal eine eindeutige Diagnose stellen. Bisher war es ja nur die Selbstdiagnose, Meniskus. Wir haben aber klinisch gesehen, dass es eher die Sehnenansätze sind. Wir brauchen daher einen Kernspin. Dann sehe ich, inwieweit der Meniskus betroffen ist oder nicht. Und dementsprechend kann ich dann eine Empfehlung aussprechen. Egal ob auf konservativem Weg oder mit einer Operation, in der Sportklinik Lindenlohe erwartet jeden Patienten eine Behandlung in Spitzenqualität, damit der Spaß am Sport so lange wie möglich bestehen bleibt. Ich denke, wir konnten Ihnen heute einen Eindruck vermitteln von der Arbeit und dem Angebot hier an der neuen Sportklinik an der Asklepios Orthopädischen Klinik in Lindenlohe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eine neue Ausgabe von Mensch und Medizin gibt es dann wieder im März. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit den Asklepios Kliniken.